Ein Besuch beim HNO-Arzt bringt Klarheit, ob ein individuell festgestellter Hörverlust medizinische Gründe hat. Der Hörtest und weitere Untersuchungen bringen Klarheit darüber, ob eine Hörminderung vorliegt. Der HNO-Arzt stellt daraufhin die Diagnose, stellt eine Verordnung aus und erläutert neutral die Versorgungsmöglichkeiten. Nach freier Entscheidung für die Hörsystemversorgung über den HNO-Arzt und Genehmigung der Hörsystemversorgung durch die Krankenkasse erfolgt eine ausführliche Beratung und die Bestellung der Hörsysteme nach Patientenwunsch. Für eine individuelle Hörsystemversorgung erfolgt bei Bedarf eine Anfertigung einer Ohrabformung. Der Hörakustikmeisterbetrieb passt die gewünschten Hörsysteme gemäß der audiologischen Messdaten an und fertigt gegebenenfalls die notwendigen oder gewünschten Ohrpassstücke. Anschließend erfolgt der Versand der Hörsysteme an den HNO-Arzt. Die Übergabe und Einweisung in den täglichen Gebrauch der vom Hörakustikmeisterbetrieb individuell angepassten Hörsysteme erfolgt beim HNO-Arzt. Es beginnt nun die unverbindliche vierwöchige Ausprobe. Sollten Feinjustierungen der Hörsysteme während der Probezeit oder auch während der Tragedauer notwendig sein, erfolgen diese beim HNO-Arzt unter Hörakustikmeisterpräsenz im Online-Verfahren. Bestätigt der Patient nach erfolgreicher Probezeit die Zufriedenheit über die Hörsystemversorgung, erfolgt eine abschließende Hörerfolgskontrolle beim HNO-Arzt, wobei sich der Arzt zusätzlich persönlich von der Qualität der Hörsystemversorgung überzeugt. Die Praxis bleibt langfristig Ansprechpartner für den Patienten oder die Patientin.